Feuer und wie man es effektiv und vor allem sicher bekämpft, das stand auch 2016 bei den IPOS-Sachverständigentagen Brandschutz im Vordergrund. Das erste Mal konnte zudem das, was zuvor im Kongresscenter Dresden besprochen wurde, auch am Beispiel gezeigt werden. Denn auch beim Thema Brandschutz gibt es immer wieder Veränderungen, deshalb auch das Motto: Nichts ist so beständig wie der Wandel. Natürlich geht die Entwicklung auch im Brandschutz weiter, nicht nur auf der Seite der Produkte, sondern natürlich auch auf Seite der Normung. Es gibt jedes Jahr neue Vorschriften, neue Richtlinien und alle Fachplaner und Bauüberwacher im Brandschutz müssen einfach ihr Wissen auf dem aktuellen Stand halten. Und deswegen versuchen wir halt hier ein buntes Portfolio an Tagungsthemen zusammenzubringen, dass jeder das Wichtigste für seine tägliche Arbeit mitnehmen kann. Die Schirmherrschaft übernahm erneut Sachsens Innenminister Markus Ulbich, der allerdings selbst nicht kommen konnte. Ulrich Menke sprach an seiner Stelle und betonte die Bedeutung der zweitägigen wissenschaftlichen Fachtagung mit hoher Praxisorientierung. Es spricht eben auch für die Wichtigkeit des Themas. Und gerade auf so einem existenziellen Thema ist Erfahrungsaustausch einfach wichtig, dass man voneinander lernen, profitieren kann und sich gegenseitig austauschen kann. Die Veranstaltung in Dresden ist einer der bedeutendsten Brandschutzkongresse Deutschlands mit erneut knapp 750 Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet sowie dem deutschsprachigen europäischen Ausland. Hier treffen sich Jahr für Jahr Ingenieure und Architekten, Brandschutzfachplaner und Sachverständige, leitende Angestellte von Baubehörden und Brandschutzdienststellen sowie führende Unternehmen der Brandschutzbranche. Sie diskutieren zum einen mit dem Podium, die Gespräche gingen aber auch nach den Vorträgen weiter. So entstehen oftmals neue Denk- und Lösungsansätze. Ich glaube, es ist hier schon eine teilweise eingeschworene Gemeinschaft. Man kennt sich, man trifft sich hier. Es ist eine der Veranstaltungen, wo man immer wieder guten Austausch hat, gute Diskussionen, auch interessante Themen präsentiert bekommt. Die Brandschutztage hier sind sehr praxisbezogen. Man kommt ins Gespräch, man hat sehr unterschiedliche Teilnehmer aus der Praxis, aus der Forschung, Studenten, Bauaufsichtsämter und man kommt ins Gespräch und versucht auch Lösungen zu finden. Der rege Wissens- und Erfahrungsaustausch im Bereich des vorbeugenden konzeptionellen Brandschutzes auf Sachverständigenebene beschränkte sich aber nicht nur auf die Vorträge der renommierten Fachreferenten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Genutzt wurde auch die Fachausstellung, auf der sich erneut 71 Aussteller mit ihren neuesten Produkten präsentierten. Es geht natürlich einerseits darum, aktuelle Projekte zu besprechen. Deswegen treffen sich die Planer auch hier mit den Herstellern der Produkte, um bestimmte Schwierigkeiten auf den Baustellen zu diskutieren. Aber auch die Aussteller untereinander, viele haben ja ähnliche Produkte, reden miteinander, entwickeln ihre Produkte weiter, profitieren natürlich auch von dem Know-how des anderen. Und deswegen treffen sich alle hier. Viele von ihnen waren nicht zum ersten Mal in Dresden dabei. Für sie gab es diesmal im Rahmen der Fachausstellung auch zwei Live-Aktionen. So konnte unter anderem Brandschutzfachkräften über die Schulter geschaut werden. Wir haben hier unsere Fachleute, die alle auch über IPOS geschult worden sind. Das sind die Brandschutzfachkräfte. Ja. Und das ist eben das Schöne, dass wir die hier heute mal zusammenkriegen. Die Sachverständigen, die Planer und vor allem jetzt auch mal die Fachkräfte, die auf der Baustelle ausführen müssen, die ja auch die Fachplaner verstehen müssen, was sie von ihnen wollen. Und so bringen wir die beiden Gruppen einfach auch hier mal ganz anders zusammen. Gleiches galt für den Live-Brandversuch der Firma Stöbig im Außenbereich des Internationalen Kongresscenters. Hier wurde ebenfalls die Anwendung ingenieurmäßiger Methoden in der Praxis gezeigt, eine perfekte Kombination. Kombiniert wurden die IPOS-Sachverständigentage Brandschutz auch in diesem Jahr mit der Abendveranstaltung im Dresdner Sophienkeller. Bei dieser wurde erstmalig auch über den Brandschutz referiert, allerdings auf ungewöhnliche Weise in Form eines kleinen Kabarettprogramms. 2017 trifft sich dann die große Brandschutzfamilie wieder in Dresden. Den 20. und 21. November haben sich viele Teilnehmer bereits jetzt dick im Kalender angestrichen.